So, herzlich willkommen meine Lieben zu einem neuen Video. Ich habe das jetzt im Nachhinein nochmal aufgenommen, weil ich es voll vergessen habe. Das eigentliche Video startet nach dieser Ansage. Das heißt Ansage, ich möchte euch eigentlich in dem Zuge noch meinen neuen Partner G-Portal vorstellen. Ihr seht auch im Bild, wird angezeigt, unterstützt durch G-Portal. Da darf ich mit Freuden verkünden, dass ich seit dem 1.3.2022 Partner von G-Portal bin, oder G-Portal mein Partner, besser gesagt. Und wenn ihr einen Server braucht für ein RP-Projekt, so wie ich das jetzt hier mache, ist es viel schöner zum Spielen. Oder einfach, weil ihr mit euren Freunden spielen wollt oder auch ein ganz anderes Game spielen wollt, aber ihr braucht einen Game-Server oder einen Teamspeak-Server, könnt ihr gerne in der Videobeschreibung auf meinen Partnerlink klicken. Da kriegt ihr 10% Rabatt auf eure Server. Wollte ich nur mal mit erwähnt haben, den einen oder anderen interessiert es vielleicht, der andere findet das Ganze jetzt vielleicht als störende Werbung, aber ganz ehrlich, mir hier und dem Kanal hilft es solche Partnerschaften und ich hoffe, ihr versteht es und seid damit zufrieden. Jetzt quatsche ich auch nicht mehr lange. Es war es eigentlich auch schon. Es geht jetzt im Anschluss mit einer kleinen Blende mit dem Video los. Bis dann. So, herzlich willkommen bei einer neuen Folge LS22 plötzlich Landwirt. Ja, ihr seht schon, ich war noch mal heute Morgen schon mal ein bisschen unterwegs. Ich habe vorab vor unserer großen Bestellung schon mal ein bisschen Weizen organisiert für unsere Hühner. Dann habe ich auch gleich noch ein bisschen AdBlue mitgenommen, ein bisschen die großen Kanister. Die sind sackeschwer, das muss man schon mal sagen. Aber lieber zwei große als zwei kleine. Dann haben wir noch Diesel, haben wir auch noch zwei Kanister mitgenommen, dass wir halt für Notfall hier oben wirklich tanken können, wenn irgendwas wäre. Hat sich auch noch ein bisschen was getan. Also der Kuhstall ist jetzt so gut wie fertig. Wir haben noch ein paar kleine Programmierarbeiten, was ich gehört habe. Das Zeug hier wird anscheinend auch abgeholt die Tage. Aber soweit ist es durch. Dann können wir uns auch darum kümmern, dass wir mit dem Tierhändler sprechen. Dass der so langsam mal sich auf den Weg macht und ein paar Kühe hier hochbringt. Natürlich macht es nur Sinn, wenn bis dahin auch die Lieferung vom Händler hier oben eingetroffen ist. Ich hoffe ja wirklich, dass die nächsten Tage eintrifft. Man muss auch eins sagen, wir hatten mit dem Wetter Glück. Wir sind hier im Dezember, mitten im Dezember. Und es ist immer noch, eigentlich kann man sagen, Bombenwetter. Schnee war doch gar keiner da. Man sieht es auch in den Bergen. Es ist einfach viel los dieses Jahr. Gut, für uns, für den Bau war es natürlich super, muss man echt sagen. Aber okay, komm. Vielleicht kommt im Januar noch ein bisschen Schnee. Aber dann bitte erst, wenn wir hier abgeladen haben und die Kühe da sind. Hier seht ihr auch schon, wie ich es euch schon mal gesagt habe, die Fertigteil-Mistplatte ist hier mit am Start. Sind hier diese Elemente, die wo so aufeinander gebaut werden auf eine Betonplatte. Hat man ja vorher wahrscheinlich nicht so gut gesehen, weil der Split noch drüber war. Aber das Ganze steht jetzt auch. Was haben wir denn sonst noch? Wir müssen heute auf jeden Fall hoch noch zu den Bienen, weil durch das gute Wetter habe ich jedes Mal vergessen, diese Honigpalette zu holen. Wir müssen jetzt echt da oben weg. Hilft nichts, weil ich habe da eine andere Lagermöglichkeit vor. Ihr seht auch hier, wir müssen da überall noch ein bisschen gerade ziehen hier. Aber das sind Kleinigkeiten fürs Frühjahr. Hier das Gras hoffe ich auch, dass das im Frühjahr gut wächst. Ansonsten ist hier vorne hier eigentlich alles so beim Alten geblieben. Wieso liegt jetzt hier unten Holz? Habe ich mal Holz verloren. Die Jungs, wie ihr seht, es ist jetzt eigentlich ein Ritual geworden bei uns, dass man vormittags hier Brotzeit macht. Deswegen sind die Jungs auch noch hier vorne. Und ihr seht da hinten schon unseren kleinen neuen Freund. Das habe ich euch gar nicht gesagt, gell? Na, mein Guter. Jo. Ist unser feiner Hund. Dem habe ich nämlich aus dem Restholz, was hier noch rum war, habe ich mir gedacht, komm, machst du auch mal hier eine schöne Hundehütte aus dem ganzen Holz. Ich denke, das passt ganz gut.
Ja, ich habe ein bisschen Fressen für dich dabei, mein Großer. Unser kleiner Unagi. Ja, gell, der mag uns. Er hat sich schon gut eingelebt, muss ich sagen. Die Jungs lassen wir weiter frühstücken. Und jetzt gehen wir mal hier runter, weil den Schuppen, den haben wir ja gebaut. Und ihr, ich habe euch ja bloß gesagt, ich möchte hier am Hof unsere eigenen Produkte verkaufen. Diesen Pönöpel hier, muss ich auch noch gucken, dass ich den loswerde. Und ich habe ja angekündigt, dass wir hier so alte Kühlschränke, was heißt alte? Ja, es sind alte, es sind keine neuen, ich konnte mir keine neuen leisten. Kühlschränke organisiert haben. Einmal wird das zum Milchverkauf dienen. Und einmal wird das Ganze zum Eierverkauf dienen bei uns am Hof. Dass wir unsere eigenen Produkte so langsam loswerden. Also besser verkaufen können, würde ich sagen. Weil ich glaube, wenn sich das rumspricht, ist das, bringt uns das mehr, als wenn wir das irgendwie großen Stil verkaufen. Und wir haben ja auch nicht die großen Mengen. Falls ihr euch wundert, hier oben mit den Balken, keine Angst. Das hier oben drauf ist eine riesengroße Blende. Die ist hier oben eh beschädigt gewesen, deswegen haben wir es ja ausgelassen. Erst wollte ich es ein bisschen ausmitteln, dass ein Kühlschrank weiter drüben steht, der andere da. Vielleicht werden sie auch noch ein bisschen verrückt, weil ich sehe schon, die stehen noch nicht so optimal. Aber ich glaube, das mache ich erst dann, wenn ich weiß, wie hier drin weiter verfahren wird. Weil ich möchte ja eigentlich auch in Zukunft vielleicht unser Gemüse, was wir anbauen, mitverkaufen. Dass wir das alles so ein bisschen so Art Hofladenmäßig betreiben. Ob das Ganze so bleibt, das ist halt eine Notlösung für den Anfang. Das Holz hat man so weit da gehabt, das waren alles so ein bisschen Restchen. Gut, die Balken habe ich kaufen müssen, aber sonst ist es halt einfach Resteverwertung gewesen. Die alten Platten hier sind ja hinten rausgekommen. Das hat man halt alles wiederverwertet. Aber nur, dass ihr es mal so einen Einblick habt. Die gehen jetzt dann so langsam in Betrieb. Ich denke, dass wir da auch im Januar, Februar sowas anfangen, vielleicht, je nachdem, wie es mit den Hühnern los ist, wie sie Eier legen, daran machen wir das Ganze fest. Aber es ist soweit schon mal ready. Mal gucken. Wie gesagt, ist noch keine finale Position da unten, aber irgendwas kommt schon hin. Wenn ich jetzt da erstmal ein paar Bänke oder Tische reinstelle, wo ein bisschen Gemüse dann drauf kommt, müssen wir schauen. Aber ist halt Frühjahrssache. Hier beim Hänger hat sich eigentlich noch nichts getan. Na gut, die Maschine, die habe ich bis jetzt bloß reingestellt. Hier habe ich das Schild nämlich schon oben gelassen. Wollte nämlich wissen, ob er das so hält, das Schild, die ganze Zeit, oder ob er nachlässt. Aber es sieht gut aus. Das ist ein neuer Schlepper, also hätte ich nicht anders erwartet. Hier unser Streuer, der ist auch noch dran. Eigentlich alles hergerichtet für den Einsatz im Schnee, aber naja. Geht halt nicht. Achso. Bevor ich es vergesse, beim Händler, wir haben ja, beziehungsweise habe ich es gesagt, dass wir den Steier noch runterfahren zum Händler oder runtergefahren haben. Der wurde jetzt auch verkauft. Also wir haben es jetzt mit dem Frontlader, mit der Frontladerkonsole, haben wir es jetzt für knapp 35.000 ist der Steier weggegangen. Also wir haben jetzt ein bisschen Puffer. Wir brauchen ja noch was, wir haben gesagt, entweder einen Hoflader oder vielleicht noch einen Traktor, aber ich glaube eher einen Hoflader. Müssen wir auch nachher gleich mal noch im Angebotskatalog gucken, was da vielleicht aktuell unterwegs ist für uns, was uns was helfen könnte. Und ich habe ja schon mal angesprochen, dass hier an dieser Hallen, dass ich gerne ein Tor haben möchte. Jetzt ist mir aber die ganze Zeit schon, wenn ich hierher komme, jetzt ist schon hier oben ein bisschen eng mit dem Schwader. Und die Maschinen werden ja auch nicht kleiner, sagen wir mal so. Gut, es war eine vorgefertigte Halle, sie war übrig. Muss man jetzt auch sagen. Aber ich habe da mal mit dem Spätzle geredet und auch mit dem von Hörmann. Ob das jetzt schwierig wäre, diese Halle erstens mal ein bisschen zu verlängern. Weil irgendwie müsste das der machen, dass wir die länger machen. Und durch die Balkenkonstruktion hier oben könnte man das Dach eigentlich ziemlich unkompliziert umändern. Hier, die liegen ja eh bloß drauf, die Platten oben sind geschraubt. Dass man das vielleicht hinten auch ein bisschen erhöht. Und nicht so ein Schrägdach hat, sondern schon so ein Spitzdach nach vorne, dass man halt irgendwie, oder dass man die Schräge so beibehalten. Bloß ein bisschen höher geht. Und hier vorne nochmal runterfällt mit dem Dach. Und dann hier vorne aber auch Tore reinzimmert.
wäre so meine Idee. Also zumindest mit dieser Halle. Was man mit, ob die so bleibt, weiß ich noch nicht, oder ob wir die auch umbauen werden. Aber mit der ist es erstmal geplant. Sie bleibt von der Breite her gleich. Sie wird bloß nach vorne größer und höher. Und was ich mir dabei überlegt hätte, ist natürlich jetzt blöd wegen dem Fundament. Aber ich hätte ganz gerne hier hinten ein Tor drin. Weil dann kann ich den Zaun hier wegmachen, könnte mal hier ein bisschen anfüllen. Und dann könnte man hier hinten eine Ausfahrt auf unsere Wiese machen. So direkt aus der Halle raus. Wäre wahrscheinlich auch nicht so ganz sinnlos. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Auf jeden Fall so der Plan für diese Halle erstmal. Die wird erstmal so bleiben, denke ich. Aber da müssen wir gucken, wie wir das hinkriegen. Wenn das Wetter so bleibt, könnte man natürlich da ziemlich bald rangehen. Aber ich möchte euch nur so mitnehmen. Auf den Stand der Dinge. Das mit dem Regal gefällt mir auch ganz gut, wie wir das umgebaut haben. Aber wir laufen jetzt mal noch zu unseren Schafen hoch. Da war ich nämlich heute Morgen noch nicht. Und das machen wir mal gemeinsam. Gucken wir mal, ob da oben alles in Ordnung ist. Ah, wir hätten jetzt unten abladen können. Jetzt sind wir eh schon oben. Und fahren wir zweimal hoch. Weil ich gerade wieder dran gedacht hätte, dass wir die Honigkisten gleich mitnehmen. Ja, hier oben schaut mal alles ganz gut aus. Warte mal, klettern wir mal. Ah, nee, komm. Heute klettern wir nicht. Heute gehen wir so rein. Ja, meine lieben Damen und Herren. Na, Flauschi. Ja. Ihr findet auch noch hier draußen ein bisschen Gras. Obwohl nicht so viel da ist. Ja. Gut, die Tröge müssten wir nachher mal noch mal ein bisschen nachfüllen. Aber das habe ich ja extra so Fütterungszeiten. Gibt es nachher ein bisschen mehr. Aber sonst ist erstmal gut, oder? Ja, dir geht's auch gut. Und da sieht man schon, ihr gefällt es. Ich habe es euch ja damals erklärt, glaube ich, dass wir da drin so ein kleines Heizungssystem haben. Wo auch hier die Platte ein bisschen mitgewärmt wird. Und das gefällt ihr anscheinend ganz gut. Weil ich sage ja, es ist ein offener Stall. Und die Schafe sind ja ganz Jahres draußen. Und dann möchte ich schon so ein bisschen so ein Rückzugsort hier. So ein bisschen windstiller das Ganze. Wo sie auch ein bisschen sich wärmen können. Gut, vielleicht, wie gesagt, kommt noch irgendwann mal ein Netz hier vorne hin. Lassen wir es ein bisschen zuner gestalten. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Aber hier oben läuft es auf jeden Fall. Heu haben wir, glaube ich, soweit auch genug erstmal. Kuhstall, da könnten wir auch noch mal kurz einen kleinen Blick reinwerfen. Weil gut, letztes Mal in der Morgenstimmung, ich fand die Stimmung super, es hat mir echt gefallen. Aber ich habe es danach gesehen, wo ich es für euch fertig gemacht habe. Es war ein bisschen dunkel. Man hat schon was erkennen können, aber es war dunkel. Na du Racker, du bist auch überall unterwegs, ja? Mein Großer. Gewächshaus funktioniert ehrlich gesagt super. Also seitdem wir das alles neu bestückt haben und alles neu eingestellt haben, nach Vorgaben von unserem Gärtner des Vertrauens, sage ich jetzt mal, läuft es top. So, jetzt sind wir mal nochmal am hellen Tag hier drin, dass man nochmal so einen kleinen Einblick kriegt mit den Melkständen und alles. Aber jetzt gibt es mal ein Ding, das ich jetzt mal gerne außerhalb der Story ansprechen würde. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Ich mag diesen Stall ja wirklich gerne. Der Stall ist top. Aber es gibt vom Hot Team, die haben ja auch eigene Tierställe rausgebracht. Wenn es interessiert, Hirschfeld hat eine Vorstellung gemacht. Ich weiß noch nicht, ob ich dazu komme, eine zu machen. Aber er hat auch so ein Indoor-Mistplatte, sagen wir mal so, zur Markierung, wo er reingesetzt hat, wo Mist im Stall spawnt, dass man quasi auch rausnehmen kann. Das hatte ich hier eigentlich auch vor. Nur habe ich jetzt ein Problem. Der Mist spawnt ja nicht hier vorne. Der ist ja da drin. Und wenn ich die Platte jetzt da reinpacke, ist ja möglich. Aber ich komme mit keinem Fahrzeug hier rein. Weil bei diesen Standardstellen ja diese, wie soll ich sagen, dieser Schwachsinn hier besitzt ist, dass man diese Gitter hier nicht aufkriegt.
Ey, warte mal, haben die überhaupt. Die haben keine Kollision? Könnte man da durchfahren? Echt jetzt? Weil ich finde, das sieht halt unschön aus, wenn du hier nicht rein und raus kommst. Weil es wäre halt schön gewesen, wenn sie das Ding hier zum Öffnen gemacht haben. Vielleicht wisst ihr es, dass es den Originalstall mit den Bügeln gibt, die man öffnen kann. Das gleiche wäre natürlich auch richtig cool hier hinten. Gut, das ist aber jetzt nicht zwingend notwendig hier, dass man diese Dinger auch öffnen kann. Weil der Stall gefällt mir wirklich, wirklich gut. Ich sagte, der Stall vom Hot Team gefällt mir auch. Da habe ich echt schon überlegt, ob ich den hier verbauen soll. Allerdings habe ich damit ein Problem. Das ist halt wirklich ein geschlossener Stall. Und ich hätte gerne diese Weide mit dazu angeschlossen, wo die Kühe drin und draußen rumlaufen. Das ist der einzige Nachteil von dem Hotstall. Klar, ich könnte hier draußen auch Zäune hinziehen, wo die Kühe sind. Aber sie laufen hier deswegen nicht draußen rum. Das wäre dann wie ein zweite. Müsste ich eine separate Weide platzieren, wo Kühe drauf rumlaufen. Wäre auch möglich. Ich weiß es nicht. Sagt mir dazu mal bitte eure Einschätzung. Oder ob ihr so einen Stall eben mit diesen Veränderungen kennt. Aber wenn ich hier schon durchlaufen kann, will ich das auch testen, ob ich da durchfahren kann, weil dann könnten wir das eventuell umgehen. Es wird zwar nicht schön ausschauen, und aktuell habe ich nur das Auto da, mit dem weiß ich nicht, ob ich da durchkomme. Aber zum Testen reicht es mal kurz. Tatsache. Okay, also notfalls könnten wir hier durchfahren. Ey, ey, ey. Bist du hinter meinem Auto weg? So, jetzt müssen wir aber noch schnell dann mal dahinter fahren. Weil ich möchte mal ganz gerne die Säcke abladen. Aber jetzt wissen wir, das geht schon mal. Aber trotzdem, wenn ihr wisst, wo das vielleicht animiert ist, der Bügel, gebt mir einen Tipp. Oder zumindest so einen ähnlichen Stall, der auch detailreich ist. Weil was beim Hot Team auch geil war, bei dem Stall, ich habe mir die vorher schon extra angeguckt, der animierte Melkstand. Dass die Tiere dann wirklich auch im Melkstand stehen, zu der gewissen Uhrzeit. Ich glaube, es war 17 Uhr. Das hat mir sehr gefallen. Aber wie gesagt, das mit der Weide. Aber gebt mir dazu eure Kommentare, wenn wir den Stall umbauen sollen. Natürlich kann ich das dann so nicht in die Story mit einfließen lassen, dass der Stall jetzt umgebaut wurde. Das wird halt einfach dann eins zu eins getauscht. Und eine separate Weide dazu tun als optischen Highlight. Oder ob es eine Kombination für uns gibt. Da bin ich auf euch angewiesen. So, dann geht's aber weiter. So, da. Ne, da sind ja die Hühner drin, da kommt nichts rein. Aber jetzt muss ich mal gucken. Hallöchen. Was ist hier los? Wow. Ne, ich habe nicht schon wieder den Bug, oder? Weil ich hatte das nämlich schon. Dass ich die Säcke nicht mehr lupfen kann. Das ist doch wieder bescheiden. Jetzt wollte ich mit euch die Säcke hier abladen und es geht nicht. Warte mal. Ich habe eine andere Idee. Ich habe da jetzt mal eine ganz kleine andere Idee. Weil die Kanister sind eh schwer. Wie Sau. Bleiben wir mal hier stehen. Jetzt müssen wir aber allerdings schnell das ganze Gerümpel hier wegräumen. So. Dann fahren wir mal den Streuer hinten hoch. Die Sache ist jetzt, wo stelle ich den Streuer hin? Ich habe einfach zu wenig Platz momentan. Oder zu wenig Unterstellfläche. Warte mal, ja, das
das ganz einfach. Wir stellen jetzt das Schneeschild einfach hier vorne hin. So, das bleibt schon mal da. Und den Streuer, den stellen wir jetzt einfach ein bisschen weiter vor die Garage. Weil im Endeffekt ist es ja so, an den Hänger müssen wir jetzt normalerweise nicht hin. Dann können wir das auch hier herstellen. Und wir müssen ja eh, wenn die Lieferung kommt, muss man ja erstmal Salz nachfüllen, weil vorher bringt es uns ja sowieso nichts. So. Jo, das passt. Wenn ich jetzt wüsste, ob das schon was bringt, wenn ich hier hinten ausräume, weil dann könnte man nämlich auch die Halle schon ausräumen für den Umbau. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die heute kommen. Ich habe noch keinen Anruf bekommen. So, jetzt hängen wir aber erstmal hier unseren Frontlader an, weil dann holen wir das mit der Palettengabel raus. So. Jetzt können wir die Dinger schnell wegklappen hier, das passt. Sollen wir es mit dem Greif? Ne, wir nehmen es nicht. Wir nehmen die Gabel. Aber warte mal, da fahre ich auch gerade hin, weil... Sonst haben wir da ein kleines Problemchen. Ich muss das noch gucken, wie ich das einschätzen kann. Ja doch, das sieht ganz gut aus. Dann schauen wir mal, ob wir das jetzt so hinkriegen, dass ich den Kanister da drauf zu schieben kriege. Hat er das alles verbunden vorne? Ja, doch, das passt. Die nehmen wir mal ganz zusammen. Und dann gucken wir mal, ob wir das jetzt ganz vorsichtig hinkriegen. So, dann gehen wir jetzt mal da unten rein. So sieht es eigentlich ganz gut aus. Nee, die sind einfach auf dem Karren drauf. Die haben keine Kollision, die Dinger, oder wie sehe ich das? Okay. Das ist jetzt natürlich auch so ein Problem, mit dem ich jetzt nicht gerechnet habe. Ich weiß auch nicht, warum die jetzt auf einen Schlag hier drauf sind. Weil ich kann hier die ganzen Objekte nicht mehr so nutzen. Ich kann zwar die Spanngurte und den Schwachsinn hinmachen, aber keinen Sack und nichts mehr runtertragen. Wie ist denn das mit den Dieselkanistern hier? Nein, das ist alles wie festgewachsen auf der Karre. Gut, dann muss ich da wohl eine Lösung finden. Ich habe jetzt gedacht, ich kriege das schön mit euch hin, dass wir das storymäßig vielleicht mit der Palettengabel runterziehen, aber anscheinend habe ich da einen größeren Fehler auf der Ladefläche. Falls einer weiß, woher das kommen könnte, schreibt es mir bitte auch rein. Ansonsten hoffe ich, so an sich die Storyline gefällt euch. Könnt mir gerne Feedback dazu da lassen. Und ich finde, unser Hund, das ist gut, dass der da ist. Der hat auf dem Hof echt gefehlt. Ihr seht auch, wir haben wirklich nicht mehr viel Geld. Apropos Geld, werden wir noch eins machen. Und zwar werden wir noch kurz auf den Gebrauchtmaschinenmarkt gucken. Da seht ihr nämlich, da ist unser Steier nämlich auch mit drin. Oh, das ist aber schlecht.
Wir sind leider kein Ackerlandwirt, weil das hätte mir jetzt gefallen. Grundlader brauchen wir auch nicht. Mal gucken, was man vielleicht morgen für. Ob es vielleicht morgen andere Angebote gibt. Beziehungsweise nächste Woche. Der hat ja, glaube ich, immer jede Woche neue Angebote, bringt da raus. Muss man mal gucken. Aber wie gesagt, angefragt ist der. Wie soll ich so sagen? Der. Nee, wo ist er denn drin? Der ist, glaube ich, hier drin. Angefragt ist der Avant. Und der hat halt abartig viel. Da hat er nämlich auch nochmal angerufen und gesagt, der hat noch wesentlich mehr Zubehör bekommen. Wo ist es denn? Vielleicht finde ich es gerade in seinem Katalog. Nee, ich finde es gerade nicht im Katalog. Verdammt. Weil, was ich gesehen habe, gibt es dafür anscheinend auch eine Schneefräse. Aber irgendwie hat er die wohl noch nicht drin. Oder vielleicht in einem anderen Rubrik. Winter. Ah ja, da sind sie drin. Da haben wir nämlich diese Schneefräsen. Da gibt es zwei Stück. Ist auch sehr interessant, wenn das mit dem Schild nicht hundertprozentig funktionieren sollte, habe ich mir auch überlegt, ob wir uns vielleicht eine Schneefräse dafür gönnen werden. Das ist cool, es ist halt wirklich ein Multifunktionsgerät. Klar, kostet alles Geld, aber es ist ein vielseitiges Gerät für uns. Dann schauen wir mal, ich werde noch mit dem Tierhändler reden, dass wir da Anfang Januar Tiere herkriegen. Der Händler brauche ich natürlich auch. Der soll da mal die Lieferung herbringen. Ist ja jetzt auch schon knapp 1,5 Wochen her, seitdem wir die Bestellung aufgegeben haben, muss man jetzt auch sagen. Und es hat ja eigentlich geheißen, wird ziemlich zügig geliefert, aber irgendwie gab es da wohl Probleme. Aber wie gesagt, lasst mir gerne ein Feedback da, wie es euch gefällt. Ob ihr vielleicht auch noch ein paar Ideen habt. Aber so langsam geht's auf die letzten Züge vom Hauptumbau. Sodass wir wirklich mal mehr zu tun haben, auch in Richtung Geld verdienen gehen können. Wir werden, denke ich, auch uns überlegen, ob wir Felder pachten im Tal. Dass wir vielleicht für unsere Tiere auch Weizen herkriegen. Klar haben wir gesagt, wir sind auch im Lohn unterwegs. Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht sinnvoll wäre, mit einem Partnerbauern da unten mal gucken, Ackerfläche zu bewirtschaften. Wo wir sagen, klar, wir teilen uns die Maschinen und dafür gibt es einen Teil Geld oder und dafür können wir es selber bepflanzen. Dass man da irgendwie so eine Gemeinschaft hinkriegt. Müssen wir mal gucken. Ist alles noch in der Schwebe, aber Ideen sind da, weil ihr seht selber, wir brauchen langsam wirklich Geld. Aber jetzt ist wirklich Schluss für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal mit dabei seid. Bis dann. Ciao, ciao.